tolles Café hier. Endlich mal ein Kaffee in der anständigen Größe. Gleich mal ein Foto für Instagram. Oh nein, da ist ja schon wieder dieser Typ, der gegen die Milch wettert. Was schreibt er heute? Milch macht dick, Milch ist Mord, Milch ist Tierquälerei. Am Ende macht Milch auch noch dumm. Kann man denn überhaupt nichts mehr posten, ohne dass dieser Troll auftaucht und alles kaputt macht? Viele von euch haben solche Kommentare auch schon gelesen, die maximal destruktiv sind, die anstrengend sind, die anderen Leuten auf die Nerven gehen, wo es immer um das Gleiche zu gehen scheint. Diese Leute, die einfach nur maximalen Schaden in Internetdiskussionen anrichten wollen, nennt man Trolle. Da geht es immer um die gleichen Themen und die sind immer gleich nervig und anstrengend. Was kann man tun, wenn man solchen Trollen im Internet begegnet und man sie vielleicht auf seiner eigenen Chronik oder in seiner eigenen Timeline auf Twitter rumhüpfen hat? Das erste ist, Ruhe bewahren und nicht reagieren. Man soll nicht Trolle füttern. Das heißt, nicht antworten, nicht kommentieren, nicht in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen. Und wenn man Glück hat, hören die einfach von selber auf, weil sie merken, da wird nicht weiter mit mir interagiert. Das ist eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist nochmal, die eigene Position deutlich zu machen und sich abzugrenzen und zu sagen, hey, das ist nicht meine Meinung, meine ist die andere. Eine weitere Möglichkeit ist, die Diskussion für beendet zu erklären. Wenn es nämlich meine Chronik ist, kann ich sagen, hier, die Debatte wird aus meiner Sicht hier nicht weitergeführt. Das ist natürlich erstmal nur eine informelle Ankündigung, aber auch ein Signal an die anderen Leser, dass man mit dir nicht alles machen kann. Die härteste Eskalationsstufe ist das Blockieren, das Blocken, das Melden. Das heißt in den unterschiedlichen sozialen Netzwerken immer ein bisschen anders. Im Ergebnis führt das aber dazu, dass der Troll nicht mehr auf deiner Chronik oder in deiner Timeline posten kann und auch deine Meldungen nicht mehr sieht. Das ist natürlich dann die letzte Stufe der Eskalation. Damit trennt man tatsächlich für eine geraume Zeit eben auch die Verbindung mit euch beiden. Das ist völlig in Ordnung, wenn man völlig genervt ist. Ihr müsst da nicht höflich gegenüber Internet-Trollen sein. Wichtig ist nur, dass ihr solche Sachen auch sichtbar macht. Also vielleicht einen kurzen Post schreiben oder einen Kommentar schreiben. Hallo, Person XY ist jetzt von mir blockiert worden. Ich möchte diese Meinung jetzt nicht mehr bei mir haben, sodass das auch für andere Leser nachvollziehbar ist und vielleicht auch Vorbildcharakter hat, sodass im besten Fall solche Trolle auch immer weiter ausgegrenzt werden.